Moin, was geht ab? Ich bin's und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Escapist 2. Mit dabei ist der liebe Systemcraft. Hallo. Wait a minute! Who are you? Ja, hallo? Hallo? So, Freunde, das ist die Welt Nummer 2. In der letzten Welt, da habe ich ein paar böse Flashbacks dran. Was? Ich bin ausgebrochen! Nein, niemals! In dieser neuen Welt, wir wissen, was wir tun müssen, deswegen werden wir das besser machen, hoffe ich. Also, ne? Klar, safe, wir werden das besser machen. Also, wir haben die Namen ein bisschen customisiert. Heißt, es gibt jetzt, der zum Beispiel heißt Mizzy, der Peyton, okay, die haben wir jetzt zum Beispiel nicht customisiert. Als ob was? Ich werde zusammengeschlagen. Ich werde gesnipert. Ich werde geschnippt. Fahr bei mir. Komm. Opfer. Komm noch her, hilf mir. Nö, geht doch. Kann ich machen. Ich hab keine Energy mehr. Oh no. Warte. Ich slap den Typen. Aua, helf mir doch. Ah, geht doch. Was hat der? Lass mich ran. Adrenalin. Bitte pack das in dein Verstecken. Pack das bitte in dein Verstecken. Okay. Ich bin unten im Ding, okay? Soll ich bauen? Ah, shit. Ich muss gerade noch reiten. Okay. Dann. Zack. Fertigen. Okay, was ist jetzt? WS abhält. Ich werde kurz gesniped. Freizeit, yo, let's go. Sterb hier kommt kurz. Kein Wert rein, ne? Okay, kannst du es machen? Hast du einen Schraubenzieher? Ich hab keinen dabei. Warte, ich geh mal kurz. Okay, ich hab einen in meinem versteckten Fach, lol. Ich geh mal einen kurz holen. Okay, komm. Ich schaff das. Durch da. Okay, let's go. Hier kommt halt kein Wärter rein. Der ganz schlaue Boy. Hallo? Komm mit. Bitte, warte. Nehme ich das hier. Das Fahrrad trägt nur eine Person. Das ist jetzt ein Witz, ne? Fahrrad? Was für ein Fahrrad? Das Ding. Nee, was? Halt's Maul! Machen wir den Gleiterausbruch? Müssen wir, das ist der einzige 2-Player. Okay, dann ab ins Bett, würde ich sagen. Einer dieser Knackis hier war davon überzeugt, dass er einfach aus dem Gefängnis fliegen würde. Anscheinend hatte er diese Vision in einem Traum, der was mit dem Bau eines Flugzeugs zu tun hatte oder eines Gleiters oder etwas Eigenes zusammengebastelten. Nicht einmal die Zeit verfliegt hier. Narrenzeug. Ich schlage vor, dass du den höchsten Punkt im Schloss als Startpack Platz nimmst. Hier ist ein ich gehe sofort auf Crafting 30, Gleiterbespannung. Halber Gleiterrahmen. Bei 50. Wir brauchen nur zweimal Rahmen und... Okay, safe. Okay, komm. Frankie. Echt cool. Warum hast du eigentlich mein Bettlaken genommen? Hab ich? Ja. Jetzt muss ich nur noch klüger werden. So, ich habe zwei halbe Gleiter und einen ganzen Gleiter. Wie macht man einen ganzen Gleiter? Ich gehe mal in mein Zimmer und Jonna. Ich schaue auch noch, bloß nicht in meinem Zimmer. Braucht man hier? Warte mal. Typisches Gemälde. Na. Schuh. Gibt's irgendwie nicht mehr. Oh mein Gott, mein Pult wird durchsucht. Oh nein. No. Aber ich habe mein Zeug noch weggenommen, deswegen konnte es nicht mehr rausnehmen. Gleiterbespannung. Digga, was ein Opfer. Okay, schlafen. Komm, schlafen. Aber wo können wir das bauen, diesen kompletten Gleiter? Ich glaube, ich schaff's nicht ganz. Ups. Ach komm. Ups. Moin Leute, ich bin's aus dem Schnitt. Mein Mikro hat einen kleinen Wackelkontakt, deswegen war in der Aufnahme ein kleiner Teil, bei dem mein Mikro nicht mehr funktioniert hat. Und deswegen sage ich euch ganz kurz, was wir in der Zeit besprochen haben. Wir wissen jetzt, wie wir ausbrechen müssen. Wir brauchen nämlich eine Leiterplatte und ein Kabel, mit der wir ein Fake von Cyan
Keykarte machen können. Mit der können wir dann an diesem einen Ding neben der Krankenstation im großen Gebäude rein. Danach brauchen wir zwei sehr gute Spitzhacken, deswegen müssen wir Zeug für Spitzhacken sammeln, damit wir im weiteren Verlauf da ein paar Wände kaputt machen müssen, die wir kaputt machen müssen. Und dann brauchen wir einfach noch dieses Gleitertuch und diese zwei halben Gleiterrahmen und eingeschmolzenes Plastik. Und das ist eigentlich the way of Ausbruch. Und ja, dann werden wir ausbrechen, würde ich sagen, wenn wir das Zeug haben. Das Pool von Laura wird durchsucht. Böse Laura. Das brauche ich einfach ein Plastik. Conny, hast du ein Plastik? Nee, zufälligerweise bin ich mal wieder auf der Krankenstation. Ich trödel nicht rum, Laura! Ey, es ist so wichtig. Ja, nee, Laura, nicht rumtrödeln. Hier, Plastik. Zack, zack. Wir müssen eine Spitzhacke machen. Eine broken Spitzhacke oder eine gute? Ah, halt's Maul! Halt's Maul! Ich gehe kurz mit Fitness auf 100. Dann, ja, wir brauchen halt einen Cover, sonst können wir nichts machen. Wenn ich jetzt sterbe, dann verlieren wir alles. Also, dann sollte ich jetzt nicht sterben. Kann ich nicht mehr, mein Pool ist voll. Halt's Maul! Man kann zurück, ohne durch den Scanner zu gehen. Deswegen. Durch Strom ausmachen halt. Mm-mm. Man kann einfach oben raus. Ja, ja. Das geht nicht for real, oder? Probier's aus. Das geht echt nicht. Ach doch, Leute, das geht halt. Boah, wow. Da, doch, doch, das ist er. Ja. Iskas Oskes. Ja. Ja, du bist es. Hey. Jawohl. Der verkauft eine Leiterplatte. Hat der einen Crowbar? Nee, wir brauchen die Leiterplatte. Soll ich kaufen? Ja, klar, komm. Okay, ich hab die Leiterplatte. Was verkauft der? Die Imagine hätte schon Crowbar verkauft. Ich plündere mal kurz Laura. Digga, Laura hat nur ein Tintenfass und ein Kissen. Wie arm ist sie? Freunde, wie vorher erwähnt, hat mein Mikro einen kleinen Wackelkontakt, heißt, wenn man nur leicht rankommt, kann es sein, dass mein Mikro einfach nicht mehr aufnimmt. Deswegen ist die Aufnahme von hier ab dem Zeitpunkt Schrott. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben einfach noch ein bisschen Zeug gesammelt. Nächste Folge zeige ich euch dann einfach noch den Rest, was wir zusammengesammelt haben. Wie wir es finden, wie wir es craften und dann hoffentlich ausbrechen, wenn das gut läuft. Und ja, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und sonst wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis nächste Woche, euer Nedax. Ciao, ciao.